Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan, und einer neuen Multiplayer-Partie nach langer, langer Zeit mal wieder in Field of Glory 2, und zwar gegen den guten Klesper. Wir haben schon gerade vorher eine neue, sag ich mal, wieder Aufwärmpartie gespielt. Ich habe ja eine ganze Weile jetzt nicht mehr gespielt. Und Klesper hat mich eiskalt fertig gemacht. Es war eine... Ich bedauere es sehr, dass ich das nicht aufgenommen habe. Es war eine... Eine Runde war so... So beispielhaft dafür, wie gute Kavallerie-Folgeangriffe funktionieren. Weil alle seine Einheiten Folgeangriffe hinbekommen haben und damit so die Hälfte meiner Armee in einem Zug ausgeschaltet haben. Das war schon sehr beeindruckend. So, germanische Stämme gegen Daker spielen wir dieses Mal. Und schauen uns das Gelände an. Ein Hügel, unebenes Gelände, viele Ebenen. Sieht nicht sehr germanisch aus, aber wir arbeiten damit. Enge Formationen können natürlich nicht da rein. Was hat der Gegner? Ali-Kavallerie, leichte Wurfspieße, weite... Ah, der Gegner hat weite Formationen. Die Darker haben weite Formationen. Ausgewählte Heerhaufen, Heerhaufen, Falksträger, leichte Bogenschützen und so weiter. Also das ist im Grunde dasselbe, nur dass unsere hier enge Formationen haben. Ja, ich sehe eigentlich keinen Grund, hier diesen Hügel nicht zu unserem Vorteil zu nutzen. Wir nehmen mal die schwächeren Einheiten da weg, stellen die Elite-Truppen da auf. Ja gut, die müssen sich durch den Wald kämpfen. Vielleicht machen wir so eine gemixte Aufstellung. Da passt auch noch einer hin. Und dann bräuchten wir weite Formation. Wird aber im Wald trotzdem, ja, mittlere Unordnung im Wald. Nehmen wir trotzdem einen vielleicht hier als Flankenschutz für das unebene Gelände mit. Und dann würde ich gerne eine hängende Flanke haben. Wir nehmen auch die Kavallerie mit, die brauchen wir vielleicht. Können wir die benutzen? So. So. Enge Formation. Wir nehmen auf jeden Fall die beiden Bogenschützen mit, die wir kriegen können. Dahin und auch alle Wurfspießschützen, die wir kriegen können. Können dann da jedenfalls in den Wald reinhuschen. Wir haben immer noch 300 Punkte. Dann nehmen wir ruhig mal die leichte Reiterei auch mit. Warum nicht? Und können jetzt eigentlich mit Heerhaufen auffüllen, würde ich sagen. Ja. Mehr geht nicht, mehr geht nicht. Wäre die Frage, ob man könnte natürlich jetzt, was kosten die 60, sagen wir mal, ob man einmal Wurfspieße rausnimmt. Ja, machen wir vielleicht mal. Können wir sie hier verstecken? Ne, das wird nicht klappen. Das wird leider nicht klappen. Dann machen wir das doch irgendwie so und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Annehmen. Zwei weitere Generäle sind möglich. Wir haben einen Unterfeldherrn. Wir haben den Oberbefehlshaber hier hinten. Ist auch ein guter General. Ihr dürft alle mal zusammen in eine Gruppe rein, bitte. Du bist für dich alleine. Stellen hier noch einen rein. Ja, logischerweise nicht so gut wie... Von der Kommandoreichweite nicht so gut wie der Kollege da drüben. Ich den damit reinstellen? Nein, der soll ruhig in der Hauptgruppe bleiben. Und dann können wir noch einen, ne? Ja, vielleicht auf der Flanke hier ein bisschen stärker unterwegs sein. Ich denke, das sollte so passen. Okay, dann schließen wir das ab. Bin sehr gespannt auf Claspers Aufstellung. Und die hat er ja schon gemacht. Und dann schauen wir mal, wie die Schlacht so läuft. So, da stehen sie, die germanischen Horden. Nein, es sind die dakischen Horden, ne? Warum war's?
Glaube ich. Genau, dass die Darker offene Formationen hatten. Mehr als wir. Da sehen wir schon, die ausgewählte Heerhaufenweite Formation geht hier auf das unebene Gelände zu. Dann werden wir auch mal vorrücken. Hoch. Jo. Ja, Kavallerieflügel hat leichte Kavallerieüberlegenheit da. Wir. Nein, 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 er soll die nicht. Shit. Egal, bleiben wir da stehen. Ziehen mal nach vorne und gucken uns das Ganze an. Er hat auch mehr Bogenschützen. 1, 2, 3, 4. Sind alles Bogenschützen? Ne, Wurfspieße. Das sind viermal Bogenschützen. Wir haben zwei Bogenschützen und drei Wurfspieße. So, da kommen die Bogenschützen schon. Naja, immerhin schießen sie nach der Bewegung. Und haben dann auch den Wald unter Kontrolle. Naja. Das ist insofern problematisch, als dass, wenn wir uns jetzt daneben stellen, natürlich die im Nahbereich stehen und sich auch nicht bewegen müssen. Sie jetzt hier mit den Heerhaufen anzugreifen, ergibt keinen Sinn, weil sie dann wegrennen und die Heerhaufen in ihrer Manier Volldampf hinterherrennen. Machen das mal mit den Wurfspießen vielleicht. Im Wald wird es schlecht. 39%. Gar nicht so schlecht. Sie weichen sogar aus, die rennen aber weiter durch. Enge Formation. Trotzdem mal darüber. Und dann ist jetzt die große Frage, was mag wie mit die mit denen hier. Ich glaube, wir geben mal, wenn wir uns da drehen müssen, konnten wir sie immerhin schwächen. Gar nicht mal so übel. Kann sich dann noch drehen. Dann mach das doch mal bitte. Und wo gehen wir mit den Wurfspießen hin? Das weiß ich nicht so recht. Das könnte zu viel sein. Aber die können zwei. Ne, dann machen wir. Machen wir das so. Schicken die hier ran. Gut, bei denen hier müssen wir halt aufpassen mit der Flanke dann langsam, ne? Da muss dann hier mal reagiert werden. Auf der Außenbahn, wie man so schön sagt beim Fußball. Ewig kein Fußball mehr geguckt. Können die Kavallerie sonst schon mal in den Modus bringen, sich in diese Richtung zu stellen. Aber wie gesagt, leichte zahlenmäßige Überlegenheit beim Gegner da. So. Die Darker schicken weiter Plänkler vor oder auch nicht. Ah, erwischen da wieder die Wurfspieße. Wie ätzend. Naja. Könnten, aber wir haben da nur die eigenen Bogenschützen. Müssen wir mal sehen. Die sind auch im Wald. Das ist alles nicht so optimal. Also hier werden die Plänkler zurückgezogen. Die Truppen kommen dafür nach vorne. Wie gesagt, hier müssen wir mit dem unebenen Gelände ein bisschen aufpassen. Kavallerie zieht weiter nach außen. Ja, keine Überraschung. Okay. Wie sind denn hier so, wenn wir damit einsteigen würden? Eieie. Wenn wir den Kontakt überstehen, hier sind wir in der Kontrollzone. Da will ich aber mit denen natürlich nicht angreifen. Also da werden wir jetzt einfach nur drehen und rausfeuern, auch wenn das natürlich Abzüge gibt. Ja, und mit denen
Würde ich fast sagen, müssen wir eigentlich ausweichen. Wie sieht es hier aus in den Wald rein? Gar nicht mal so schlecht. Versuchen wir mal. Ah, sie laufen natürlich viel weiter als gewollt und hängen jetzt da unten fest. Da müssen wir auf jeden Fall, was ist das für eine Höhe? 50, 50, 100. Müssen wir mal hier runterziehen. Die weichen aus. Etwas unglücklich, wo die da hinrennen, aber vielleicht gar nicht so schlimm. Ja, und hier ist die Frage, würde die Kavallerie denen hinterhergehen oder den anderen? Wir gehen erstmal hier gegen die Bogenschütze rein. Da halten wir noch Stand. Und gegen die leichten Reiter brechen sie. Und die Kavallerie geht vorbei, schwächt dabei die Bogenschützen und kann, die können dadurch nicht mehr zurück, scheinbar. Achso, weil wegen der Kontrollzone hier. Da können wir nicht hin. Ich hätte sie erst rausziehen sollen. Geschwächt zurückgefallen. Können wir aber zumindest mal dahin drehen und feuern. Das verzögert uns hier jetzt natürlich. Enge Formation. Bringen wir ruhig mal rum. Vielleicht können wir hier über die Flanke dann doch noch helfen. Das ist halt die Frage. Die sind auch in der weiten Formation, sehe ich gerade. Ah, das ist auch nicht gut. Das ist natürlich auch nicht gut. Den Angriff machen wir auf jeden Fall nicht. Und hier werden wir jetzt so ein bisschen reagieren müssen auf die Kavallerie. Das machen wir, indem wir hier Kontrollzonen stellen und mögliche Wege für Flankenangriffe durch die Kavallerie vorbereiten. Mal gucken, ob das klappt. So, was sehen wir da? Plänkler bewegen sich oder auch nicht? Ein Angriff. Aha, jetzt werden hier die Heerhaufen, ja, in der weiten Formation, trotz des Hügels natürlich durch die ausgewählten Heerhaufen mit General hier disrupted und zurückgedrängt. Und der Gegner schiebt sich nach vorne, um eventuell einen Flankenangriff vorzubereiten. Wir wissen es nicht. Wir haben aber Truppen hier, um das zu verhindern zumindest. Aber er hat eine zweite Elite-Truppe hier, die uns da unter Druck wird setzen können. Wir werden beplänkelt. Wir müssen hier mal den Weg frei machen. Ah. Also mein Plänklerspiel ist die letzten beiden Partien nicht so richtig gut gewesen, muss ich mal sagen. Ah, und jetzt blockiert. Na gut, wenn ich. Ja, ich hätte. Nee, warte mal. Muss ich mir gleich mal nochmal genauer angucken, wie wir die Kontrollzonen da stellen können. Feindliche Kavallerie rückt auf den Flügel raus. Ja. Überraschung. Werden wir ihn mal entgegenziehen. Beziehungsweise hier uns bereit machen, sie eventuell abzufangen. Wo ist der General? Der General ist hier. Der gehört aber nicht da unten dazu, sondern der gehört dazu. Und das ist ein Unterfeldherr. Wie ist denn seine Kommandogruppe? Ist riesig. Dann geh doch mal bitte darunter. Und du gehörst damit. Ah, das ist natürlich jetzt ein Mischmasch mit Mist hier. Mischmasch mit. Schwere Worte. So, das sind aber gewöhnliche Heerhaufen hier. Das ist okay. Da können wir mal ruhig mal vorrücken. Die Frage, wohin mit denen jetzt? Ich glaube, wir brauchen da nicht mehr so viel mehr, um gegen die Kavallerie voranzukommen. Ich stecke den trotzdem mal hier rein, auch wenn die Reichweite doch sehr gering ist. So, dann müssen wir mal die Plänkler aus dem Weg bekommen. Nehmen wir an, dass sie jetzt brechen werden. Ja. Panik. Und dann können wir mit denen jetzt vor.
Ah, die. Ach, wie ärgerlich. Okay, die lassen sich hinter uns zurückfallen. Wollen wir hier mal plänkeln? Ah, wir kommen nicht ganz ran diese Runde und stehen jetzt auch noch im unebenen Gelände. Die Falksträger wiederum sind mittlere Infanterie. Das heißt, wollen wir das überhaupt? Sie können dann 75, 50, das ist auch nicht gut. Und sie sind überlegen. Das heißt, sie könnten schon den Impact trotzdem gewinnen, vor allem weil sie schwere Waffen haben. Aber wir haben die Sturmfähigkeit, also fast am Überlegen, hierhin zu ziehen. Einfach um diese Einheit zu bedrohen, auch wenn mir das unterm Strich nicht sehr gut gefällt. Die Einheit kann ich nicht drehen, weil wir in der Kontrollzone dieser Einheit stehen. Wenn ich jetzt hier angreife, habe ich aber das Problem, dass die da drüben mir in die Flanke fallen können, wenn ich hier gepinnt bin und mich disrupten. Darum muss ich mich wohl bedauerlicherweise, weil die Truppen hier nicht vorwärts kommen, wohl eher darüber drehen. Ich werde nochmal die hier mit reinwerfen. Vielleicht. Ne, passiert gar nichts. Oh, wie ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich, Leute. Unglückliche Situation. Hier will ich mich auch nicht in. Wenn ich die jetzt angreife, dann rennen die. Eventuell verfolge ich dann die nochmal, dann rennen die auch und dann stehe ich hier irgendwo isoliert und kann von allen Seiten angegriffen werden. Das geht nicht, kann ich nicht machen. So, unsere Heerhaufen, standgehalten, glücklich. Und die Doppeldrop auf die Panik. Sie gehen den Plänklern hinterher, okay, ja, jetzt greifen sie da an, naja gut. Haben einen leichten Höhenvorteil, 25 Meter ist jetzt nicht der Rede wert. Was ist das? Die Wurfspieße gehen hier gegen den Heerhaufen rein. Okay, der steht da etwas unglücklich im unebenen Gelände. Deswegen können sie es tun. Sonst wäre es überhaupt nicht möglich gewesen. Oh ja, Doppeldrop beim Gegner. Und noch einer. Sehr, sehr gut. Jetzt sind sie hier hochgekommen, haben aber keinen Flankenangriff bekommen, weil sie. Er hätte. Klesper hätte erst von der Seite aus frontal angreifen müssen. Wären sie schon im Kampf gewesen, hätte ich hier nämlich einen Autodrop drauf bekommen. Den Autodrops. Zermürbt und zurückgefallen. Das heißt doch, wir können wahrscheinlich hier durchstompen in seine Flanke rein, oder? Und unsere Wurfspieße haben sich gesammelt. Das ist schön, die können aber mal ruhig stehen bleiben. Also versuchen wir erstmal den hier. Mal gucken, wo uns das hinführt. Weicht aus. Und dann bleiben sie stehen. Also alles andere hätte ich erwartet. Und was ist denn jetzt los? Was ist mit eurer Sturmfähigkeit jetzt? Gott, oh Gott, oh Gott. So, die sind schon mal ausgewichen. Die können wir hier angreifen. Die Frage, ob unsere jetzt bis zum Nirgendwo hinterherrennen. Die bleiben auch stehen, sag mal. Was ist denn hier los mit den Heerhaufen? Gucken wir, ob wir den hier gebrochen kriegen. Leider nicht. Und da unterliegen wir jetzt. Sehr bedauerlich. Gut, die stehen im Wald, wir haben uns bewegt. Das ist alles nicht optimal, das ist klar. 11, 19. Ja, hier macht sich jetzt natürlich die zahlenmäßige Überlegenheit des Gegners bemerkbar. Drei 34. Trotzdem unentschieden. Leicht zu unserem Vorteil ausgegangen, was die Verluste angeht. Wie sind die Chancen hier? Ziemlich ausgeglichen. Ziemlich ausgeglichen. Das ist gar nicht mal so übel, dann würde ich sagen. Geht's hier jetzt mal Richtung Flügel? Die könnten bis da hätten sie hingehen können, können noch da gehen. Ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, die irgendwie dahin zu stellen, aber ich glaube nicht. Die können sich umdrehen, weil wir mit denen nicht nach vorne kommen.
Die werden wahrscheinlich aber hierauf reagieren, um zu verhindern, dass wir flankieren. Von daher würde ich sagen, rein ins Gemetzel. Unentschieden. Auch keine fürchterliche Überraschung jetzt in der Situation. Die werden vorrücken. Ja, mit denen ist jetzt die Frage, ne? Die Jungs nochmal hier reinbringen. Ja. Munitionsverschwendung eigentlich. Die Truppe reicht eigentlich aus, um hier den Laden zuzumachen. Die haben den General hier unten. Das, ich glaube, der ist da nicht notwendig. Wir schicken den hier hoch. Hätten den, war zu weit weg. Das wäre natürlich besser gewesen, ihn gleich in die überlegenen Heerhaufen zu stellen. Aber nein. Das war uns nicht vergönnt. Den werden wir auch da hoch beordern. Und die Kavallerie hier runter. Kavallerie. Die wollen natürlich hinter uns kommen, das ist ja ganz klar. Ich kann ihnen aber leider nur diese eine Bahn versperren. Mit der anderen Einheit wird er Klesper vorbeiziehen können. Und die können sich auch nicht mehr drehen. Ja, aber, und die sind jetzt zu langsam, eigentlich, um sie wieder einzuholen. Müssen wir mal sehen, ob das überhaupt Sinn ergibt. Ja, hier wäre es natürlich sehr cool, wenn wir die brechen könnten, haben wir eine Chance, dass auch die in Panik verfallen. Gucken wir mal, was da nächste Runde rauskommt.